Willkommen zum zweiten Tag von unserem Festival Filmerbe Digital. Ich bin Lou Burkhardt, ich arbeite im Filmarchiv seit 2019 und bin verantwortlich für Restaurierungen. Filme zu digitalisieren oder zu restaurieren bedeutet nicht unbedingt, 100 Jahre alte Filmmaterialien in einem schlechten Zustand von dem Verfall zu retten. Es heißt auch, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen und durch zeitliche Distanz einen neuen Blick auf die deutsche Geschichte zu setzen. Und wenn dieser Diskurs mit den damaligen Beteiligten bzw. Regisseurin und Hauptdarstellerin reflektiert werden kann, umso schöner. Und diese Gelegenheit haben wir heute Abend. Eva Heldmann und Annette Brauhoch, die etwas verteilt sind im Saal, aber wo wir dann alle zusammenkommen werden, sind mit uns da und wir werden im Anschluss der Vorführung über den Film und seine Rezeption uns unterhalten. Fremdgehen, Gespräche mit meiner Freundin ist ein Film, der innerhalb der sehr persönlichen Erzählungen einer Frau eine Vielzahl von Themen anspricht, die sowohl das Leben von Frauen innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft offenlegen, als auch geschichtlichen Ereignisse und dessen Konsequenzen für die Zivilbevölkerung festhalten. Die Hauptfigur führt uns somit nicht nur durch die Gänge der Clubs und Kasernen, sondern auch durch die eroberte sexuelle Freiheit und die Entwicklung eines Landes in der späten Nachkriegszeit. Die Kamera schwenkt in den grellen Farben der Konsumgesellschaft von den Little Americas vorbei, während sich sonst kilometerlang Militärgebäude und Kasernen erstrecken. Es wirkt, als wäre die Weite der amerikanischen Städte nach Deutschland exportiert worden. Dieses für die Zivilgesellschaft geschlossene Militärkosmos erscheint von Monotonie und Wiederholung durchdrungen zu sein. Immer die gleichen Übungen und die gleichen Wartezeit zwischen Einsätzen. Immer der gleiche Feierabend. Stundenlang von dem Fernseher liegen und irgendwie Schweinerei essen, Unmengen an Knabberzeug, Zitat Ende, berichtet Brauhoch. Trotzdem wird auch unterstrichen, wie diese Parallelgemeinschaft sich als Familie versteht und sich selbst als vollkommen sehen möchte. Dass das Individuum jedoch verblasst in einem Universum der Masse und des Konformismus. Die Uniform, die Lebensräume wie der Rest sind von Austauschbarkeit geprägt. Hinter die Türen der Wohnblöcke sieht das Zimmer immer gleich aus. Der Typ sieht letztendlich gleich aus, erzählt erneut Brauhoch. Für sie war diese Situation eine unheimliche Erfahrung, weil sie sich in den Zimmern sofort zu Hause gefühlt hat. Der Typ war neu. Das Zimmer war dasselbe. Selbst wenn es woanders war. Zitat Ende. Fremdgehen bringt die damalige Präsenz der amerikanischen Soldaten in Frankfurt, die heute nur in ausgewählten Wohnsiedlungen und Straßen spürbar ist, wieder ans Licht. In eine Stadt, die wiederholt ihre architektonische Geschichte ausradiert. Schon wenn man mit den städtischen Bühnen weitergeht, wirkt der Film wie ein historisches Dokument. Man entdeckt das IG Farbenhaus, damals Hauptquartier der US-amerikanischen Armee und von manchen als Pentagon of Europe genannt damals, Wohnsiedlung und heute Teil des Campus der Goethe-Universität. Oder auch die ehemaligen Wohnsiedlungen der Soldaten, die zum nördlichen Stadtbild gehören. Eva Heldmann und Annette Brauhoch ermöglichen somit den Zugang zu einem Frankfurt und einer deutschen Vergangenheit, die sonst noch schneller entschwanden wäre. Um diese unübliche Geschichte zu erzählen, wurden zwei Kameras eingesetzt. Eine pro Person und somit pro Perspektive. Während Eva Heldmann mit offizieller Drehgenehmigung und einer 16mm-Kamera versuchte, sich dem Alltag des in Frankfurt stationierten US Army Corps anzunähern, hatte Annette Brauhoch die Hauptfigur, ihre 16, also Super 8-Kamera, stets dabei und liefert die intimsten Szenen des Films. So kontrastieren beide Machart miteinander, miteinander und alternieren wiederholt zwischen den Außenansichten verschlossener Räume und Orte, in deren Innenleben das Dank der und deren Innenleben das Dank der zweiten Kamera betreten wird. Die unstabilen Einstellungen in den verbotenen Räumen erinnern an die Fantasie des Eindringens und des Verboten. Den Traum, diese so nahe Grenze zu überschreiten und sich schnell in einer fremden Kultur befinden zu können, wie es nur in dieser Zeit möglich war, hatten andere deutsche Frauen. Das Interesse an die amerikanische Welt wurde nicht selten als Vorwand benutzt,
um sich letztendlich etwas anderem nähern zu wollen. Dem Exotismus im Einwegverfahren durch One-Night-Stands. Das Eindringen begrenzte sich also nicht nur auf den Räumen, sondern haltete oft von Körperlichkeit. Die verschiedenen Perspektiven, die der Film bietet, lassen eine verschachtelte Blickkonstellation entstehen. Brauhoch, die auf den Männer schaut, Heldmann, die wiederum auf Brauhoch schaut, und die Zuschauenden, die beide Perspektiven betrachten. Daraus kristallisiert sich nicht nur die deutliche Darstellung von Liebes- und Machtverhältnissen, sondern auch die Erkundung der weiblichen Lust und des männlichen Körpers. Die polyamorischen Verhältnisse, die experimentierend und spielend ausgelebt werden, sind ohne Beurteilung, eher mit Bewunderung, von Heldmanns Kamera festgehalten. In Fremdgehen ist die Selbstbestimmung das Leitmotiv. Die übliche Dichotomie der weiblichen Figuren der Filmgeschichte, Unschuldsengel oder Femme Fatale, wird von den Regisseurinnen mit aller Kraft vermieden. Dass dieser Film, von dem es eigentlich nur 35mm Kopie gezogen wurde, weiterhin überlebt und wir schnell die Originalmaterialien finden konnten, ist Annette Brauhoch zu verdanken. Als Professorin im Institut für Filmwissenschaft in Paderborn hat sie über Jahre und dank viele persönliche Kontakte eine Filmsammlung aufgebaut. In dessen Archiv befinden sich Avantgarde- und Experimentalfilme von Filmemacherinnen aus der Bundesrepublik, die sie nach langjähriger Recherche oft als Neukopie ziehen lassen hat. Seit den letzten Jahren wurde im Rahmen von spezialisierten Sektionen bei Festivals sowohl Eva Heldmanns Filme erneut gezeigt, als auch die Paderborner Filmsammlung vorgestellt. Wir freuen uns heute Abend im Kino des DFF, die noch nicht sehr weit gelegte Vergangenheit, die jedoch größtenteils vergessen ist, gemeinsam zu reflektieren. Wir laden Sie deswegen sehr herzlich, an einer anschließenden Diskussion teilzunehmen, um gemeinsam mit uns die bereits angesprochenen Themen in ein Gespräch weiter zu vertiefen. Und jetzt, wie es traditionell ist bei unserem Festival, zur Einstimmung zum Film wurde noch ein passender, sehr kurzer Werbefilm aus den Wolfgang Kaskeline-Bestand ausgewählt. Muratti 5, eine Werbung für Muratti Ariston Lux Cigarettes aus dem Ende der 50er, Anfang der 60er. So, jetzt wünsche ich Ihnen alle eine schöne und unterhaltsame Vorstellung und sage bis nachher. Wir haben das Glück, dass Annette, die ich gerade nicht mehr sehe, aber die vielleicht wieder auftauchen wird, in der Region lebt und Eva Heldmann für uns heute Abend aus Berlin ist. Und ja, genau, und dann werde ich halt kurz über Eva Heldmann noch ein paar Wörter sagen und über Annette, sobald ich sie wiedersehe. Genau, Eva Heldmann ist eine experimentelle und dokumentarische Filmmacherin. Bereits in ihren früheren 16mm-Filmen beschäftigt sie sich mit weiblicher Sexualität. Fremdgehen, Gespräche mit meiner Freundin ist ihr erster langer Dokumentarfilm. Gedreht wurde er in den Formaten Super 8, 16 und Super 16, Filmformate, die sie heute beiseite gelassen hat. Sie arbeitet jetzt mit einer digitalen Kamera. Ihre Filme wurde bei der Berlinale Forum Expanded und Panorama gezeigt, wie auch auf den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen und auf der Biennale auch noch. 1979 war sie zusätzlich noch Mitgründerin des Kino Mondpalast und Programmgestalterin. Verschiedene Beiträge publizierte sie in der ersten deutschen feministischen Filmzeitschrift Frauen und Film. Und weil wir jetzt auch Annette Brauhoch wieder zurück haben, kann ich auch über sie ein paar Sätze sagen. Absolvierte ihr Studium der Kommunikationswissenschaften, Anglistik, Amerikanistik, Theater, Film- und Fernsehwissenschaften in München und Frankfurt. Sie war Filmkritikerin für verschiedene Zeitschriften, unter anderem EPD, Film und Die Zeit, und nahm Lehraufträge im In- und Ausland wahr. Sie veröffentlichte zahlreiche Texte in Büchern und Zeitschriften zu Film, Geschichte und Theorie, feministischer Filmkritik, Film- und Fernsehgenres, Schauspiel, Avantgarde und Experimentalfilm. Sie war langjährige Mitherausgeberin der Zeitschrift Frauen und Film. Sie verbrachte 3 Jahre als CAAD, Gastprofessorin an der Columbia Universität in New York, bevor sie 2021 den Lehrstuhl für Film- und Fernsehwissenschaft an der Universität Paderborn antrat. Ihre Habilitationsschrift veröffentlichte 2006 in überarbeiteter Form unter den Titel Fräulein und GIs, Geschichte und Filmgeschichte. Für uns heute Abend ein sehr passendes Thema. So, dann herzlich willkommen euch beiden und dann freue ich mich auf die Diskussion.
Annette, kommst du zu uns? Kannst du dich immer hier auch hinsetzen? Gibt es auch ein paar, viele Freisitze. Genau. So. Dir gebe ich schon das getestete Mikro. Ich teste hier noch. Perfekt. Maske aus. Maske aus. Jetzt müssen wir so weit sein. Perfekt. So, also, womit ich eigentlich gern als erstes anfangen würde, wir öffnen natürlich gern die Diskussion an alle von Ihnen und ich bin gern die Person, die euch dann die Mikros gibt. Aber erstmal würde ich mal gern wissen, was euch zusammengebracht hat, weil man merkt schon sehr, inwieweit der Film von dir lebt, Annette. Und ich weiß auch, dass ihr vorher auch einen Film gemacht habt, wo viele Menschen der hessische Filmszene quasi beteiligt waren. 1000 Küsse an Wander, wenn ich mich erinnere, war es vor dieser Film. Und vielleicht, wenn ihr darüber schon ein bisschen sprechen könnt, wie ihr zusammengekommen seid und dann, wie ihr zu diesem Thema vielleicht gekommen seid. Ja, wir kannten uns natürlich schon einige Zeit vorher, haben auch die Frankfurter Filmschau schon zusammen gemacht und dann diesen einen Film über auch weibliche Sexualität und Aneignung, sagen wir mal, männlich besetzter Felder, vielleicht kann man es so sagen. Und dann hat Annette immer mit Begeisterung erzählt von ihren Abenteuern, die sie mit den Soldaten hatte. Und das hat mich nicht nur mich, da waren viele, sage ich mal, sehr von angesprochen und auch sehr mitgerissen. Und Annettes Begeisterung und so, das war so ansteckend irgendwie. Und irgendwie hat es dann immer mehr so, bei mir hat sich sozusagen der Wunsch so mehr und mehr entwickelt, dass man da vielleicht was draus machen kann. Und zwar ganz auch in dieser schon. Also längst, oder was die Filme, die vorher entstanden sind, über weibliche Sexualität, das hat irgendwie, ja, das war unser Thema, so, sowieso. Ich weiß nicht, ob ich da viel zu ergänzen kann. Es ist mir nur während des Sehens des Films aufgefallen, dass natürlich also diese Gespräche sehr intime Gespräche sind und dass sie zum Teil auch geführt wurden, ja, also ich erinnere noch, das Band lief, aber es geriet dann in Vergessenheit, dass das Band lief und es war gar nicht klar, dass das im Film enden würde. Also das war jetzt kein instrumentelles Gespräch, sondern das waren tatsächlich Gespräche und es war überhaupt nicht klar, was damit passiert. Und während ich den Film geguckt habe, war mir das außerordentlich unangenehm eigentlich und ich dachte, wenn ich diesen Film sehen würde, als jemand, die mich nicht kennt, fände ich diese Person auch eigentlich ein bisschen unangenehm. Beziehungsweise denke ich, also das, was eigentlich intimes Gespräch war, wenn das auf einmal im Film so offiziell wird, dann kriegt das natürlich einen anderen Charakter. Ja? Und diese Art von Selbstentblößung oder Bekennerlyrik war mir zum Teil zu, weiß ich nicht. Ja, also da ist es aus dem Schutzraum der Freundschaft eigentlich herausgelöst worden. Ja, und ist dann natürlich schutzlos. Ja, und wird auch sehr angreifbar dadurch. Weil man merkt halt durch die Art, wie du reflektierst über offensichtlich eine Vergangenheit, dass da sehr viele verschiedene Zeitebenen sich befinden im Film. Also ich weiß durch deine Erzählung auch, dass nicht alle Szenen in dem Moment stattfand, wie wir sie vielleicht wahrnehmen im Film. Also dass wir halt wirklich quasi einen Kommentar, das am weitesten ist von dem Geschehen. Dann hat man quasi verschiedene Einstellungen, die eine bestimmte Welt repräsentieren. Und dann hat man wahrscheinlich auch die Erfahrung von Annette, weil, wie ihr bereits erzählt habt, du davon schon viel, viel früher erfahren hast. Kannst du vielleicht dazu vielleicht ein bisschen erzählen oder einen von euch beiden, also wie quasi du versucht hast, diese verschiedenen Zeiten zusammenzubringen. Also du hast gedreht, dann gab es anscheinend dieses Kommentar, das würde mich auch interessieren, wie ihr euch wahrscheinlich wieder getroffen habt. Ich meine, wann dreht man denn diese Szene und
wann trifft man sich erneut, um darüber zu sprechen? Genau, bevor ich noch weiter rede und reflektiere. Naja, und es ist auch, was ich vielleicht noch ergänzen kann, es ist ja wirklich das Dokument einer Freundschaft, ja, und nicht umsonst heißt es Gespräche mit meiner Freundin, denn ich habe mich schon auch in deine Hände begeben sozusagen, ja, und damit auch ausgeliefert, aber auch wirklich, es ist ein Freundschaftsprojekt, was dich zustande gekommen wäre, wenn ich auf der Grundlage dieses Vertrauens, ich vertraue mich dir jetzt an oder so, ja, also ich gebe mich hin. Und insofern, ja. Ja, vielleicht kann man sagen, wir haben ja auch viel zusammen geteilt und es ist wirklich eine lange Geschichte. Das, also vor den Dreharbeiten, lange vor den Dreharbeiten sind im Grunde genommen die wichtigen Begegnungen und Freundschaften haben für dich stattgefunden. Und während dieser Zeit waren wir ja Freundinnen, haben wir da uns ausgetauscht. Dann sind wir auch zusammen in die Kasernen gegangen und haben dann zum Beispiel auch in die Clubs und dann aber auch in diese PX da und haben da einfach nur irgendwie am Wochenende, was weiß ich, Dollars ausgegeben. Wir haben da auch immer was geteilt sozusagen. Annette hat mich sozusagen auf ihre Streifzüge mitgenommen und wir haben dann, sie hat gesagt, komm, wir gehen ins kleine Amerika und essen Schmutz. So haben wir immer das gesagt. Dann haben wir da Pommes frites und Burger gegessen oder so und haben mit Dollars, mussten wir uns Dollars vorher umtauschen, haben wir mit Dollars bezahlt. Also. Das heißt, du bist durch Annette Brauchhoch quasi in diese Welt reingekommen. Genau. Weil das ist auch, ich meine, das ist extrem nah, das ist quasi vor der Tür, aber wahrscheinlich für viele Menschen war es ein Ort, wo man sich halt nicht mehr getraut hat, oder? Ja. Wo man auch nicht reinkam. Also man musste tatsächlich einen Escort haben. Und also den hatte man in dem Moment, wenn man mit so einem amerikanischen Soldaten ausgegangen ist. Aber nur dann kam man rein. Und da konnte ich natürlich meine Freundin mitnehmen, aber es ging nicht ohne Escort. Genau. Und vieles haben wir ja auch wirklich, also muss man schon gestehen, also ohne Drehgenehmigung gemacht, zum Teil unter dem Schutz einer der befreundeten Soldaten, die einen dann eingeschleust haben oder so. Das ist einfach auch wirklich undercover zum Teil. Ja, und dann natürlich mit Drehgenehmigung, das war immer ein Riesenakt sozusagen mit diesen ganzen Public Affairs Offices in Wiesbaden und in Frankfurt, Aber nur in Wiesbaden war mit Drehgenehmigung, der Rest war wirklich ohne Drehgenehmigung. Genau. Also das hier in Frankfurt ist fast alles ohne Drehgenehmigung. Genau, das hat der Sergeant. Also diese PT-Übungen da morgens um 6, da wusste niemand davon, dass wir da sind. Ja, und das hat ein Freund im Grunde genommen gesagt, hier komm. Genau. So. Die Kamera im Rucksack oder wie? Ja. Ja. Also die Super 8-Kamera sowieso, ne? Aber die Ulla war da. Ja, das war auch mit Assistentin. Irgendwie sind wir da auch Also war schon zu dritt quasi und okay. Zu viert? Unsichtbar zu dritt oder viert in dem American Little America. So, Moment, damit die Frage auch hören kann. Ich wollte jetzt nur wissen, wie die GIs damit umgegangen sind. Das sieht man eigentlich, Gisela, man sieht es so. Man sieht es ja, dass die immer so winken und mitmachen. Cool, das fanden sie cool, das fanden sie gut, das fanden sie hier, hi. Überhaupt keine Beschwerde, kein, sie dürfen mich hier nicht filmen oder so, gar nichts. Also, ja, es ist nur die Frage, ob das heute noch so wäre. Als sie M16 irgendwie zusammengelegt haben, Da war, glaube ich, so ein bisschen Vorsicht, irgendwie jetzt nicht unbedingt diese Riesenknarren. Ach, wo die diese Performance gemacht haben? Maschinengewehre zusammengebaut haben. Ach so. Ja, und dieses Mickey-Mousing, das fanden sie, glaube ich, vielleicht auch nicht so okay. Da weiß ich nicht. Das war so ein bisschen naja, sich aber so das albern. Das Farbengebäude, das war natürlich toll. Das war wirklich Headquarters, ne? Und da hatte man sonst gar keinen Zugang dazu. Ja, das stimmt. Da sind wir ohne Genehmigung rein. Das erinnere ich mich aber auch nicht mehr, außer dass wir drin waren und keine Genehmigung hatten. Das weiß ich schon noch. Und wie weißt du, habt ihr auch im Kontakt getreten mit anderen deutschen Frauen? Oder habt ihr Erfahrungen ausgetauscht? Oder, und weil, also in dem Film hat man schon den Eindruck, dass
jede Person, die im Club, also jede weibliche Person, die im Club tanzt, sehr für sich da ist. Und ich konnte auch eine Art Konkurrenz lesen, die vielleicht auch so gewollt gelesen wird, aber es gab keinen Zusammenhalt, schien, oder keine Verbindung innerhalb dieser Welt. Wir hatten also Kontakt mit einer Frau, die hat dann auch ein Interview mit Annette gemacht. Das hat aber nicht funktioniert. Das haben wir da nicht genommen. Das war nicht so. Es gab schon, aber nicht jetzt wirklich da ein Verbund der Mädels unter sich. Mhm. So. Vielleicht kamen die Freundinnen da auch zusammen hin, aber die, weiß ich nicht, kanntest du welche? Nee, also ich meine, das war ja mit ein Grund, warum du den Film, glaube ich, gemacht hast, weil da war ich ja schon so eine Art Paradiesvogel, oder? Also ich meine, das ist ungewöhnlich, dass man da als Akademikerin, ja, und Feministin sich da also zu den Soldaten begibt, und war immer auch ein gebrochenes Verhältnis und ging zum Teil, wir haben uns vorher nochmal darüber unterhalten, also dass man den Film heute nicht mehr so machen würde, man hätte andere Diskurse, man würde auch das Exklusive sozusagen der schwarzen Soldaten anders thematisieren, anders brechen auch, ja, aber es war genau das, was es mir ermöglicht hat, vielleicht da überhaupt mit den Soldaten diese Verhältnisse einzugehen, dass die Schwarzen auch nochmal innerhalb der Armee, es war wirklich auf eine Art segregiert, ja, und Soldaten zweiter Klasse waren. Und jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren, was ich sagen wollte, dass ich darüber so ein bisschen über meinen Antimilitarismus oder meinen Feminismus hinwegspringen konnte, weil die natürlich wiederum die Unterdrückten innerhalb der eigenen Institution waren, ja. Und auch die Kultur des sich Ausstattens sowas in Anführungsstrichen Feminisiertes hatte. Ja, also es war ja so, dass die schwarzen Soldaten wirklich sehr gepflegt haben, sich ungemein vorzubereiten auf das Ausgehen. Also so wie wir ja die Kleidung ausgesucht haben, war das ein unglaubliches Zelebrieren. Ja, den Anzug, die Krawatte, die Schuhe und so. Und das hat sich schon sehr unterschieden von den weißen Soldaten. Die kamen halt in ihrem Trainingsanzug dahin und wurscht, gell. Und so, also, aber das sind alles Dinge, die man im Film gar nicht jetzt angesprochen hat. Nur im Nachhinein ist uns natürlich beiden klar geworden, dass wir da nicht weiter thematisiert haben, das, was heute unbedingt natürlich Thema würde. Ne? Ich meine, ja, auch gerade nochmal hier durch die Frage eben, haben Sie das einfach so sich gefallen lassen, gefilmt zu werden? Ich glaube, heute wäre das nicht mehr so. Also. Mhm. Weil sozusagen die Kritik auf die Armee und das viel kritischere Gucken auf Militär oder so. Und das war in der, das hat immer auch geschwankt. Ne? Manchmal waren die Kasernen offener oder weniger offen, je nachdem, ob es da wieder irgendwelche damals RAF-Attentate oder Angst oder was gegeben hat. Und dann waren die Kasernen eher zu und eher manchmal auch eher offen. Also das hing auch ein bisschen damit zusammen. Ne? Ja, genau, vielen Dank für den Film. Also ich finde ich bin total froh über die beiden Kommentare, die Sie am Anfang genannt haben, also mit dieser unglaublichen Intimität, die ich sehr, sehr stark finde, aber die auch dazu führt, dass, wenn man über den Film spricht, auch immer Gefahr läuft, persönlich zu werden. Und also ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt gut formulieren kann, aber das wollte ich vorweg sagen, weil ich das wirklich sehr schätze an dem Film und auch wahnsinnig spannend finde. Und ich bin auch froh über diesen zweiten Kommentar, den Sie geschildert haben, mit dem, das würde man heute anders machen, weil mir gerade diese Themen mit dem BDSM, also Master-Slave-Thematiken oder die Frage des Exils ja nochmal einen doppelten Boden angezogen bekommen, ja, wenn man über Race auch spricht. Und das ist ja eine, also das, genau, das haben Sie ja gesagt, das wird im Film irgendwie ausgespart. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob das etwas, was Sie jetzt im Nachhinein darüber sagen. Und vielleicht noch, also tatsächlich, ja, war es eine Zufälligkeit, dass meine sexuelle Abenteuerphase begann, nachdem ich wirklich sehr gelitten hatte unter dem Single-Dasein und
endlosen Abenden in deutschen Kneipen, in denen nie irgendwas passiert. Ja, man saß dann irgendwie bei seinem Bier oder Wein und dann bin ich zufällig mal von einem schwarzen amerikanischen Soldaten angesprochen worden und dann in die amerikanischen Kneipen geführt worden und habe das erlebt, was man heute auch immer noch so den Amerikanern ja zuschreibt und auch in Amerika zum Teil erfährt und genießt, die größere Unmittelbarkeit. Hey, I'm John, who are you? What's your name? Oder so, also dass der Kontakt ganz schnell sich hergestellt hat. Und das war halt ein Schwarzer und daraufhin war ich in der schwarzen Szene. Das war nicht gesucht, sondern das war zufällig entstanden und in der Armee relativ segregiert. Also die Clubs waren irgendwie tatsächlich dominant weiß besetzt oder schwarz besetzt und man ist dann an den Abenden hingegangen, als die Schwarzen dann den Club hatten sozusagen. Die zweite Frage noch, ja. Also in Erweiterung zu Ihrem Eingangskommentar mit der Intimität und dieser Verletzung auch, die dann im Sichten entstand. Ich habe mich dieselbe Frage gestellt, wie die Männer darauf reagiert haben. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, aber das war ein ähnliches Moment, also dass Sie auch in einem, also eine ganz große Intimität zwischen denen herrscht, deswegen sind die Aufnahmen auch so, also auch so schön und interessant, aber eben auch eine Intimität, von der ich mir nicht sicher sein konnte, wie die im Nachhinein betrachtet wurde oder wurde das dann auch nochmal drüber gesprochen oder abstrahiert oder haben Sie den Film gesehen? Nein, es ist unethisch. Niemand von denen weiß, ich bin mir immer noch nicht so sicher. Nach was okay. Ist unethisch? Das Material so zu verwenden, ohne irgendwelche Einverständnis zu bekommen. Also was ihr gemacht habt. Ja. Was wir gemacht haben. Die haben das noch nie gesehen. Nicht wirklich. Naja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, die Kontakte zum Teil sind sie bis heute, hat Annette bis heute, aber zum Teil eben dann auch gar nicht mehr. Ich habe Unterschriften bekommen. Natürlich sind sie einverstanden gewesen. Aber gesehen haben sie es nicht. Vorher Unterschriften, ja, aber genau. Ja, aber ob sie einverstanden sind, genau. Also ja, ja. Heute ein Spiegelinterview wird hinterher dem Interviewten zugeschickt. Sind Sie einverstanden mit dem Abend? Ja. Ja, das ist heute gängige genau. Legitimationspraxis. Genau. Und ihr habt vorher, sagen die, ja super, ich komme in den Film, aber hier genau. Haben wir ja, ja. Nicht gesehen. Sagt ja. 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 Ja, aber die waren ja auch zum Teil vielleicht schon wieder zurück. In eben. Ja, ja, klar, ja. Natürlich. Also das hat vielleicht auch das ermöglicht, weil das ja alles so, also es heißt ja diese eine sagt, I'm in the transit room und das wäre für mich auch so ein Titel für den Film gewesen, ja, in the transit room, weil ich habe mich ja auch als in the transit room empfunden, ich wusste wirklich nicht, wo geht's hin, ja, also geht's wirklich in die Wissenschaft und bleibe ich da oder mache ich doch nochmal was ganz anderes, also ich habe mich wirklich unbeheimatet gefühlt, ja, und dann waren das exterritoriale Räume, ja, also und das war auch das Spannende und ich finde, das macht den Film so als historisches Dokument natürlich auch nochmal interessant, dass man viele Architekturen sieht, ja, und dass in der eigenen Stadt in Frankfurt diese exterritorialen Räume so besetzt werden konnten und existierten und für mich haben sie dann so eine Beheimatung gegeben in diesem Nicht-Wissen, wo ich eigentlich verortet bin. Das ist so eine Art No Man's Land, das quasi nicht mehr existiert, obwohl es wirklich, und das ist für mich total interessant zu merken eigentlich, wie jung diese Vergangenheit ist und wie stark sie trotzdem ausradiert wurde. Ja, und natürlich so als ehemalige Studentin ist es natürlich spannend zu sehen, durch wie viele BewohnerInnen dieses IG Farbenhaus kam. Das war schon toll. Also ich meine, da gab es einen Barbershop, da gab es eine Bank. Ne? Also das war irgendwie... Ja. Und vielleicht kann man nochmal, also ich finde dieser, also man hat Transit Room quasi als sehr schöner Titel und man hat auch sehr viele Grenzen. Also dass ihr bereits angesprochen habt, wie schwer es ist reinzugehen, wie innerhalb dieser bereits starke Grenzen zwischen Militärgesellschaft und Zivilgesellschaft dann auch noch, was ich nicht verstanden habe, aber mich nur gewundert habe, dass ich ja nur schwarze Menschen oder nicht schwarze oder weiße Menschen oder noch andere Farben sehe, dass es so segregiert war. Und das versuchst du halt durch den Titel auch, den ich interessant finde, wirklich noch zusammenzubringen oder quasi wieder zwei Ebenen, also quasi diese sexuelle zu haben und dann noch diese zwei Welten zu kombinieren, das mir auch sehr gefällt. Und weil wir es auch vorher hatten mit Kameras und wie offen oder willig zumindest die Menschen waren,
Na, ich würde nicht sagen, dass sie unbedingt wollen, gesehen zu sein, also ne, dass sie vielleicht in den Film sein wollen, aber man hat den Eindruck, sie freuen sich, wahrgenommen zu werden. Die freuen sich, wie die Frauen, die da auch in der Bar sind, die freuen sich, eine bestimmte Attraktion vielleicht irgendwann auszulösen, oder? Oberkunde mit dir gern. Okay. Also mich würde interessieren, wenn ich eine Frage ans Publikum stellen darf, wie wird diese Person empfunden? Darf ich das mal fragen? Weil sie war mir etwas unangenehm. Nee? Schon narzisstisch. Ja, aber spannend. Ja, ja, das widerspricht sich ja nicht. Aber schon, also ziemlich narzisstisch, finde ich, so vor, wie du vor der Kamera erzählst, dass du eben einfach echt die Schärfste bist. Also habe ich mich nicht empfunden. Das hat die Eva vorhin gesagt, sie erinnert die Zeit noch so, dass ich so gestrahlt habe. Ich war einfach immer unglaublich beglückt, beschwingt, ja, von diesem Baden da in Sexualität. Ne? Ja, ja. Auch über diese Repräsentation von quasi sexueller Erfahrung zwischen weißen Frauen und nicht weißen Männern oder schwarzen Männern. Das ist so eine geschlossene Welt und diese Repräsentation davon findet man in sehr wenige Filme. Das ist, was mich immer interessiert. Man weiß davon, also das wird immer wieder davon geredet, aber in den USA, also in Deutschland gibt es immer wieder, also in der deutschen Filmgeschichte gibt es immer wieder Nebenfiguren. Es gibt sehr, sehr viele Nebenfiguren, die im Hintergrund quasi, man hat unsere zwei weiße Protagonisten in der Liebesgeschichte und im Hintergrund gibt es einen schwarzen Soldat oder afroamerikanischer Soldat, der mit einer weißen Frau redet. Und das habe ich schon in mehrere Filme gesehen. Aber diese Person im Vordergrund zu bringen, war eigentlich der Grund, weswegen ich quasi diesen Film versucht habe, sichtbarer zu machen, weil ich ihn, und da will ich auch auf Toxi zurückkommen, weil wir ihn beide kennen und vielleicht noch mehr Menschen, weil es auch ein Film war, das nicht nur über die Konsequenz dieser Art Beziehung sich geäußert hat, was schon etwas einfacher ist, weil Toxi ist quasi ein Kind, das aus dieser Art, also nicht in der Frivolität davon, aber aus einer Beziehung zwischen einer deutschen Frau und ein afroamerikanischer Soldat geboren ist, aber die weiße Frau ist praktischerweise tot und der afroamerikanische Soldat ist auch weg. Also der kommt am Ende, aber das ist nur, damit man sich gut fühlt. Und das war quasi diese Mut, diese Person, die dir vielleicht unsympathisch ist, aber die mir so wichtig ist, dass man das halt auch zumindest eine Perspektive auf dieses Zusammenbringen von zwei Kulturen, die eigentlich nicht dafür da sind, zusammenzukommen. Vielleicht möchte ich auch noch mal was dazu sagen. Das ist, glaube ich, auch mein Ansporn gewesen, den Film zu machen. Und das hat Annette halt so sehr gezeigt, dieses sich einen Ort und eine Situation so anzueignen, also sich zu nehmen. Und es gibt eben kein Opfer. Sie ist kein Opfer und sie hinterlässt aber auch keine Opfer. Es gibt keine Opfer in dem Film, finde ich. Und, ja, ja. Also, so versteht man das, oder? Ja, und das hat mir ausgesprochen gut gefallen, dass sie da, die Frauen, die ich sonst kannte, die waren eher dann verstrickt in Liebesverhältnisse und kamen da nicht mehr richtig raus. Ne? Und Annette schwebte da quasi so drüber weg. Sie hat mich mit mir immer geschimpft, dass sie gesagt hat, ich würde das idealisieren. Aber sie hat auch was ausgestrahlt. Und sie hat, natürlich hat sie auch unter den verschiedenen Verhältnissen gelitten, dass sie eben dann doch nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte. Oder also, hat was anderes, also du hast, ja. Oder deine Figur hat was anderes gesucht als, also ich will jetzt nicht über dich reden. Also der Film hat ja auch was anderes gesucht und ich denke, man kann es schon auch so in der Werkgeschichte von Eva sehen, ja, dass das Anliegen natürlich aus der Zeit kam, also Sexualität, weibliche Sexualität offensiv irgendwie zu formulieren, ja, und Ausdrucksformen dafür zu finden. Der Vorläuferfilm, der Kurzfilm war eben 1000 Küsse an Wanda und da sind Frauen in Sexshops unterwegs, ja, und beschäftigen sich mit Sexspielzeug. Das war ja auch eine Form von Inbesitznahme, also männlich besetzt.
unbesetzter Räume oder so. Ja. Und hier, das ist das nächste Projekt, dass da eine Figur aufgenommen wird, die eben sich nicht, also diese, die jetzt nicht zum Opfer wird in diesen Sexualverhältnissen und so eine Art männliches Sexualverhalten vielleicht an den Tag legt. Und natürlich hat mich das auch ein bisschen unterschieden von den Frauen, weil du fragtest nach den anderen Frauen. Es gab Gespräche, viele Gespräche, immer in den Toiletten, wenn die sich nachgeschminkt haben. Und da war schon klar, also viele kamen aus Ditzenbach, aus Büdingen oder so und haben wirklich ernsthaft also Verhältnisse gesucht. Sind sie auch eingegangen? Da sind wirklich viele Hochzeiten und viele Familiengründungen entstanden auf diesen Army Bases. Ja? Und ich habe das nicht gesucht und die Männer waren sehr verblüfft und haben immer mir zurückgespiegelt, du bist die Einzige, die mich nicht nach meiner Telefonnummer fragt und die nie sagt, rufst du mich an. Ja. Ja. Darf ich was ergänzen? Also, was ich sehr interessant finde an dem Film, ihr habt viele tolle Sachen jetzt auch drüber gesagt, also dieses, ich finde dich extrem narzisstisch, aber damit verbunden ist auch mutig, also auch sehr mutig und dann auf eine gewisse Weise aber auch unpersönlich, also du enthüllst dich nicht. Und gerade weil es so ein Ausschnitt ist, ja, also du enthüllst dich eigentlich nicht. Du bist zwar offen, weil du sagst, ich weiß nicht, wohin mein Weg gehen soll, das, wie du da am Schreibtisch sitzt, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, werde ich jetzt Wissenschaftlerin oder nicht, aber da das so ein Ausschnitt aus dem Leben der auf einmal bist du eine Protagonistin und gar nicht Annette Brauhoch, die jetzt sozusagen wie Judy Chicago sozusagen die Vagina öffnet, ja, und wieder zuklappt. Überhaupt nicht. So, und, sondern es ist dann doch auf eine Weise, ich weiß gar nicht, strukturalistisch oder so. Und es ist natürlich auch in der Art, wie du mit den Schwarzen redest, dieser eine zum Beispiel, der unentwegt die Kartoffeln wäscht, wo man denkt, was hat denn der da noch? Also da merkt man, der ist ein bisschen befangen, ja, der schrubbt an diesen drei Kartoffeln rum und du sitzt so und da ist er so ein bisschen dein Experimentierwesen. Also die Akademikerin hat da eine Biene, die Biene schrubbt Kartoffeln, aber sie hat auch eine Nadel und sie will eigentlich die Biene mit der Nadel an die Wand pinnen, so wie das die Insektenforscherinnen machen. Und diesen Aspekt, der auch ein bisschen sadistisch ist, ja, weil der weiß gar nicht mehr, wie er aus dem Kartoffelschrubben rauskommen soll, weil du nicht aufhörst zu fragen. Schon interessant. Also Daniel war unangefochten, das kann ich zur Beruhigung sagen. Meldung. So, wem kann ich ein Mikro überreichen? Ja. Also was das Ethische angeht, ich sehe da überhaupt kein Problem. Für Dokumentarfilme gilt doch, dass wenn aus dem Zusammenhang der Darstellung hervorgeht, dass die wissen, dass sie gefilmt werden, dann können sie nicht hinterher kommen und klagen und sagen, sie wollten das eigentlich gar nicht. Das ist ja so ungefähr die Rechtsprechung, die immer noch gilt. Ja. Und sie werden ja hinterher namentlich gelistet und zwar auch mit Zunahmen. Das heißt, es ist klar, dass sie unterschrieben haben. Also ich finde das völlig unproblematisch. Ich finde, das Ganze ist ein Experiment, was natürlich unter hohem persönlichen Einsatz erfolgt, aber im Grunde versucht, gewisse Gesetze der Coolness einzuhalten. Also es ist ein strukturelles Experiment, wobei ich glaube, dass sie als Protagonistin da sozusagen eher eine Platzhalterin sind und sozusagen Erzählungen auf sich ziehen. Ich sehe da in der Kartoffelszene überhaupt nichts Sadistisches. Da ist jemand, der wird ja doppelt gefilmt, ne? Das ist halt eine schwierige Situation und er ist ein bisschen verlegen, weil es ja klar ist, dass es im Hintergrund nicht um das Kartoffelwaschen, sondern um die sexuelle Verbindung geht, die dabei aber nicht thematisiert werden kann. Also ich finde das jetzt so offensichtlich erzählt, dass ich meine, nein, es gibt keine Opfer. Ich glaube wirklich, dass die Schwierigkeit des Films ist, aber das haben sie ja zum Glück selbst angesprochen, dass es eben das Interessanteste nicht benennt. Also eigentlich gehört eben zu dem experimentellen Setup auf jeden Fall die Abhängigkeitsdimension, die Vorstellung von Abhängigkeiten, die sexuellen Zuweisungen. Und da ist eben die blonde Frau, die zu schwarzen Soldaten geht, ein ungeheures Stereotyp,
was hier also sozusagen bis zum Exzess vorgeführt wird und gleichzeitig wird aber nicht gesagt, dass es so geht. Und mir kam dann am Ende der Gedanke, als dann diese Hip-Hop-Club nochmal zu sehen war und da war so eine ganz süße schwarze Frau mit so ganz schmalen Locken und so einem auffälligen Pop-Shirt und ich dachte irgendwie, aber die müsste ja jetzt eigentlich total sauer sein auf die Frau, die sozusagen von außen reinkommt und jeden haben kann. Das ist, finde ich, auch ein bisschen problematisch. Und es wird nicht nur der Schwarz-Weiß-Gegensatz innerhalb der Armee nicht direkt angegangen, sondern eben auch innerhalb des sexuellen Verhältnisses selbst. Plus, dass die ganze Soziologie drumherum nicht erzählt wird, dass es nämlich dort Familien gab. Es kommt zum Beispiel kein einziges Kind in dem Film vor. Ja? Habe ich das übersehen? Es gibt sonst eine Frage, also wollte reagieren, sonst gäbe es eine Frage von ganz da hinten. Gehen wir? Okay. Darf ich? Gut. Hi. Erstmal, ich sage ja selten was, weil ich immer wieder vorführe. Aber ich wollte erstmal ganz kurz zu meinem Vorredner sagen, dass mit der Gesetzgebung und dem Dokumentarfilm finde ich ein sehr dünnes Eis, da hatte ich mich mit Ulrich Seidel schon drüber gestritten, weil ich finde, als Dokumentarfilmer hat man doch noch eine Verantwortung auch den Menschen gegenüber, die man filmt und wie man sie darstellt. Nur so viel dazu. Aber das, was mir bei dem Film so eingefallen ist, weil Annette, du hast immer gefragt, wie diese Person eigentlich rüberkommt. Und ich musste eigentlich, als ich den Film gesehen habe, die ganze Zeit denken, ja, das kann, diese Person kann das nur machen, weil sie weiß ist. Also wenn ich jetzt da hingegangen wäre mit meiner Hautfarbe, hätte das nicht funktioniert, weil tatsächlich auch natürlich früher die afroamerikanischen GIs, das war natürlich auch teilweise so, die wollten einfach auch deutsche Frauen kennenlernen. Das war natürlich, sage ich mal, eine bessere Alternative, als jetzt zurück nach Amerika zu gehen und eigentlich immer noch als Menschen zweiter Klasse irgendwie behandelt zu werden, obwohl sie eigentlich für dieses Land gekämpft haben. Das war so das Erste, was mir eigentlich eingefallen ist. Und das Zweite ist, dass meinst du nicht, dass diese Haltung, dass sie sich einfach auch gefreut haben, irgendwie gesehen zu werden, einfach auch aus diesem herauskommt, dass sie es nicht anders gewohnt sind, weil sie einfach, wenn man eigentlich die ganze Zeit diskriminiert wird wegen dem, was man ist, was man nicht ändern kann, weil man halt anders aussieht, nimmt man auch eine gewisse Haltung ein, glaube ich, und geht auch ein bisschen anders dann durch die Welt, sage ich mal. Also man ist viel vorsichtiger so und freut sich aber auf der anderen Seite doch, dass man dann gleichberechtigt behandelt wird natürlich. Also genau, damit sprichst du schon einen wichtigen Punkt an, den auch die Soldaten selbst geäußert haben, dass sie das hier als einen Freibrief auch oft empfunden haben und genossen haben, weil sie sagen, diese Art des Zusammenseins in der Bar oder im Club gibt es in Amerika nicht. Und das habe ich dann auch wirklich erlebt, habe manche dann auch besucht in Amerika und da war das ein No-Go. Darf ich ganz kurz was sagen? Aber vielen Dank, dass du angesprochen hast, wenn ihr den Film heute gemacht hättet, dass einfach ein ganz anderer Diskurs aufgemacht worden wäre, weil die Art manchmal, wie gefilmt worden ist, diese ganzen Nahaufnahmen, ist ja auch, weil ich habe halt diesen Hintergrund natürlich auch, dass ich als andersfarbiger Mensch in einem Land wohne, wo die Mehrheit einfach weiß sind. Und das hat mich schon immer so ein bisschen auch erinnert an, das vielleicht jetzt hart gesagt, aber so an diese Menschenzoos oder so. Also dass man so einfach jemanden so ganz hart irgendwie, nicht examiniert, wie sagt man das? Also und so unter die Lupe nimmt einfach. Und was natürlich, wo ich mir dachte, okay, das ist so dieses Untersuchen des Fremdartigen oder so, dass es noch. Ja, Pramila, das sehe ich nicht so. Also okay. Weil das ist ja wirklich eine ja. Kamera zwischen, also Liebenden oder so. Ja, das ist eine sehr intime Kamera. Ja. Und da, also in den Verhältnissen hat vielleicht sowas wie eine gegenseitige Fetischisierung, könnte man das so nennen vielleicht, ja. Wobei, wie gesagt, das war nicht meine erste Objektwahl, mit schwarzen Männern auszugehen. Es ist irgendwie dem Zufall geschuldet. Und dann war es eine tatsächliche Kontinuität, die sich entwickelt hat. Aber die Kamera sehe ich nicht als eine, die exotisiert oder die irgendwie das als fremdes Tier, in Anführungsstrichen, das war mir so peinlich, als ich da gesagt habe, man sieht ein Tier, also wie furchtbar, wie kann man denn sowas sagen? Also wirklich, das sind manchmal so Bemerkungen in dem Film, ja. Und dann, da
dann lasse ich mich darüber aus, dass die Amerikaner so Plattitüden verblasen, und ich dachte dann, du machst genau dasselbe, ja. Und so, also nee, aber die Kamera selbst finde ich einfach nur nah und ja, zärtlich, auf eine, also finde ich. Das weiß ich, aber es war nur einfach in dem Kontext, ja, dass du gesagt hast, wenn du das heute genauso gemacht hast, wäre der Diskurs tatsächlich in diese Richtung wahrscheinlich gegangen. Den Film hätte man nicht mehr so unbedarft oder so, weißt du, so. Genau, deswegen wollte ich mich aber bedanken, dass du das gesagt hast und dass dir das klar ist. Absolut. Weil es gibt auch Menschen, denen ist es einfach nicht klar. Genau, und ich wollte, das stimmt, der Film ist in den 90er Jahren genau mit diesem Kontext, den du gesagt hast, entstanden. Und heute die Frauen, also schwarze Frauen und Menschen mit verschiedensten Farben oder so, äußern sich anders. Auch vor der Kamera und haben eine andere Art, also oder eine, ja, vielleicht vergleichbar. Das stimmt, das ist heute vielleicht so ein bisschen anders oder allmählich anders. Darf ich nur noch eine Ergänzungsfrage zu, sozusagen zur Rolle der Protagonistin? Es gibt einmal, sprichst du im Off über die anderen Frauen, über so eine, also wo ich denke, was ist denn jetzt passiert? Also diese Trutschen vom Lande mit den Stilettos und den Rüschen, und du sitzt da als Intellektuelle und vielleicht auch als die Schönste von allen, und du winkst, ja, und dann du winkst ihn quasi, der Schwarze verlässt die drei Trutschen vom Lande mit der Rüschenbluse und geht an deinen Tisch, wo die schöne Blonde sitzt, also Brünnhilde oder so. Das war so eine Szene, wo ich dachte, oh, also da habe ich so, hat es mir so ein bisschen, würdest du das heute noch so machen? Mit den Blusen. Diskriminierung. Blusendiskriminierung. Ich hatte da eine verbale Karikatur, meine weiße Frau. Ich meinte weiße Frau im Film, stimmt's? Ja, ja, ja. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Ich habe so ein mimetisches Verhältnis sehr oft. Ja. Und zu der Zeit hatte ich sehr viel, ich sage jetzt den Namen nicht, mit einer Kollegin zu tun, die hatte diesen Gestus, diesen Sprachgestus und Duktus, und den habe ich adoptiert. Im Grunde habe ich jemanden simuliert, die so spricht, wie ich da über, weil es ist überhaupt, weißt du, wen ich meine? Ja? Und ich, weil ich, das ist nicht meine, das war gar nicht meine Haltung eigentlich, ja, sondern da habe ich irgendwie was performt auf eine Weise, ja, und das ist eine aber wir sehr wussten, unangenehme Szene. Aber wir wussten beim Schnitt natürlich, was wir da tun, und das war vielleicht auch sozusagen um so, genau, also auch irgendwie um, Annette steht da auch für was sozusagen, symbolisiert da auch was, um das vielleicht auch nochmal klar zu machen. Und wir haben sie tatsächlich mit ihren Leggings dann da also haben ihr im Grunde, oder ihr Kettchen oder irgend sowas, dann im Grunde genommen ist sie in der Reihe mit drin sozusagen, die sie da. Aber das war zum Beispiel auch ein Grund, glaube ich, weil damals die Femme Totale oder die Feminale hat den Film aus diesem Grund abgelehnt. Sie haben ihn nicht gezeigt. Zu sexistisch und auch zu antifeministisch. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Sonst kann man wahrscheinlich die nächsten Fragen so im Foyer oder sowas. Okay. Dann danke. Vielen herzlichen Dank, Eva Heldmann, Annette Brauhoff. Und kommen Sie gerne zum nächsten Film. Ich bin Elefant Madame von Peter Zadek von 1968. Sehr schöner Film.